So, und da sind wir auch schon wieder zurück mit Age of Empires 2 in der HD-Version. Ich habe gerade am Ton noch ein bisschen was geregelt, weil ich schon wieder gemerkt habe, dass es sehr schlecht klang teilweise. Das liegt einfach an den Plugins, die ich, an den Filtern, die ich in OBS eingestellt habe. Ja, wobei manchmal ist es halt schon lustig, weil manchmal habe ich sehr guten Audio, sehr gute Audioqualität, manchmal sehr schlechte und ich ändere eigentlich nichts an den Settings. Ich habe auch mal an den Kompressor ein bisschen was angepasst. Ich glaube, der war doch ein bisschen zu harsch eingestellt gewesen. So, nur mit Noobs, okay. Das sieht noch ein bisschen sehr, sehr noobslich aus. Aber ich kann mal reinspringen aus Spaß. Mal gucken, ob das was wird hier. Olivier, wo ist er? Hier unten ist er. Der Host scheint gerade die Slots zu machen zu wollen. Okay, weil es ist auch 3 gegen 3. Dann suche ich ein anderes Spiel. So, 1 gegen 1 Big Forest. So. Ich mache mal ein neues Spiel. Es sind halt so viele Lobbys offen, dass ich einfach davon ausgehe, dass auch sehr viele Leute unterwegs sind. Ich meine, es ist halt Wochenende. Da ist normalerweise ohnehin nicht so. Das ist ohnehin nicht so der Mangel an Leuten da. Da, 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 da. Gut, jetzt ist wieder so ein 1400er eingestiegen. Ich fand das eigentlich sehr gebalanced, ne? Man muss halt auch mal die Gesamtelo betrachten. Das letzte Spiel, das war etwa 2600 Gesamtelo von uns. Das heißt also 1300 Durchschnitt. Und die waren beide bei 1400 gewesen. Also das war schon ziemlich gebalanced gewesen, finde ich. Wir haben es dann doch relativ offensichtlich gewonnen, aber es war auch nicht super einfach in die Tasche gesteckt gewesen, das letzte Spiel. Oh, jetzt kriegt ihr noch ein 942er bei. Das wird natürlich sehr schwer, das auszubalancen. Dann warte ich noch mal kurz, ob noch jemand anders kommt. Oder ich lasse die einfach picken oder der haut ab. Gut, das ist noch besser eigentlich. Ich spiele nicht so gerne mit so Leuten, die unter 1000 Elo sind. Ja. Die kennen halt einfach grundlegende Mechaniken des Spiels nicht. Die verstehen grundlegende Dinge nicht. Die können oft nicht gut Wirtschaft machen. Die können mit Pushs nicht umgehen. Die können mit Rushes nicht umgehen. Es ist einfach keine Freude, gegen solche Leute zu spielen. Man wird zwar gewinnen, aber nur weil man gewinnt das Spiel, heißt ja noch lange nicht, dass es auch Spaß macht. Es tatsächlich viele Spiele gab, die habe ich verloren, aber die haben trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Ups. Ist noch ein fünfter beigetreten. Also ich habe viele Spiele schon verloren, die trotzdem mehr Spaß gemacht haben. Einfach weil die knapp waren, weil man da gut reingeheizt hat und beide Seiten gepusht haben und vor und zurück ging und halt alles aufgepflanzt hat, was man halt aufpflanzen konnte oder man allgemein halt auch sehr, sehr effektiv gespielt hat. Und was sind hier noch dabei? In 755er. Junge, Junge, heute sind echt die Noobs unterwegs. Aha. Naja, gut. Dann good luck. Have fun. Und wir starten ja mal. Ich bin mal gespannt. Es ist nicht schlecht, der König zu sein. Die Karte, was wir ein bisschen größer machen können. Wir hätten jetzt eigentlich eine 8er Karte auch spielen können zu 6, aber ist egal. Ich spiele mal ein bisschen gerne auf den größeren Karten. Ich bin wieder Franke. Heißt also, ich wollte jetzt wieder auf Kavallerie gehen. Basti Soft, genau.
So, hier einmal dorthin. Ja, auf so Karten, die man halt gut abrollen kann, ist halt immer die Frage, ob man da eine Kavallerie Zip spielen möchte. Ich kann mal hier Schäfchen klauen gehen. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. So, du gehst dort mit hin. Oh. Webstuhl bitte einmal einführen. Jawohl. Ich gehe mal hier die Schäfchen stibitzen. Ja, ich direkt hier vorne einen Ball mit hinbauen. Wäre noch gemeiner. Ah ja. Oder schicke ich mal die Schäfchen einfach mal mit rüber, verstecke die ein bisschen. Oh, was geht hier? Laufen wir einfach einmal durch. Wieso jetzt auch nichts gemacht haben, verstehe ich einfach nicht. Einmal durchlaufen bitte, jawohl. Ah ja, da können sie wieder nicht bauen. Und ich habe jetzt hier zwei Bauern, die ich aus dem Wildfeld machen kann. Interessant. Eingesperrt habe ich sie ja im Grunde jetzt, ja, genau. So, ihr geht dort mit drauf. So, und damit hat er dann erstmal zwei Bauern jetzt für umsonst verloren. So, wir sind jetzt meine Schäfchen. Ich war jetzt so viel aufs Stehlen von gegnerischen Schäfchen fixiert gewesen. Eigentlich möchte ich den Scout auch noch gleich mitkillen. Was ist das überhaupt für ein Gegner hier? Okay, besser ist das. Also der Scout hat hier mit durch mit seinen Bauern. Ach, scheiß drauf. Das soll er ruhig machen. Ist mir egal. So, hier. Achso, da drüben sind noch welche. Okay. Aber Franken haben auch interessante Wirtschaftsboni. Bei denen ist das nämlich... Ups, die machen hier diesen Straggler-Tree weg. Du gehst hier mit drauf, jawohl. Die haben nämlich dann freie Felderwirtschaft, was ziemlich gut ist. Oh, er haut jetzt hier mit seinen Bauern durch. Ja, so soll ich machen, ist mir echt ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt schon von ihm zwei Bauern gekillt, das ist erstmal ziemlich gut, auf jeden Fall. So, hier. Nimmst dich hier einmal durch. Nimmst dich da einmal durch, du machst hier weiter. Ich lauf zurück. Hallo, mitlaufen. So. Den Raum kann er haben. Ich habe ihm sowieso schon zwei Bauern gekostet. Das soll erstmal ausreichen. Was macht der? Wieso geht der raus? Hallo, hallo, hallo. So. Gut. Ist natürlich meine ganze Bildordnung ein bisschen abgekackt, weil ich hier so zugehauen wurde. Ja, reiß ruhig ab, das ist mir egal. Hier einmal auf die Rehme drauf. Die kann ich hier gleich bleiben. Ist natürlich auch wirtschaftlich für ihn schlecht, wenn er halt so viel Idle Time bekommt, weil er mit Bauern sich durch versucht zu kämpfen. Das
So, der gelbe, wo ist denn der jetzt? Achso, der ist gar nicht so weit punktemäßig hinter mir, sehe ich gerade. Okay, interessant. So, jetzt auf das Reh. War halt anscheinend ein bisschen verwirrt, ist auf mich zugelaufen. Ich hau nicht so häufig. So, was sind meine Milchschweinchen? Okay, die sind hier drüben. Da, 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 da. Oh, ich werde gleich versuchen hochzugehen. Hallo, beweg dich. Na gut. Das ist manchmal ein bisschen hier mit diesen Latenzzeiten. Das nervt manchmal schon ziemlich. Sam Scout hier. Denke ich, bin aber als Franke ganz gut aufgestellt gegen Perser. Ich meine, ich habe immer eine Hellebardiere. Die haben auch, glaube ich, volle Upgrades in der Schmiede, die Hellebardiere. Genau. Meine Hellebardiere und kann halt auch selber dann Paladine zurück spammen, falls er mit Paladin spammt, aber kann auch Hellebardiere gegen Ritter machen. Hab hier auch leichte Kanoniere noch am Start. Gut, die Plänkler sind halt nicht so geil. Hab auch keine Zuchtauswahl, weswegen auch die Bogenschützen nicht so gut sind. Also hier die Schießanlage, da würde ich maximal Handkanoniere später herstellen, beziehungsweise Plänkler als Countereinheit. Aber ansonsten habe ich ja ganz gute Möglichkeiten als Franke. Oh. Jetzt mal das nächste Schweinchen anlocken. Was? Oh. Ja. Die eideln gerade ein bisschen. Ist natürlich nicht so ideal. So, du läufst einmal um das TC. Ah ja, haben wir jetzt noch kostenlos. Genau so war das. Das ist mit so einer der coolen Sachen an den Franken. Ne Quatsch, das brauche ich nicht. Das würde keinen Sinn machen. Dann gehe ich mal hier mit hin. Hier noch ein Markt, jawohl. Mach erstmal ein Holzverlage hin, wollte ich sagen. Mit das Upgrade schon? Ja. Hatte ich gerade schon gekauft. Genau, ich werde jetzt einfach hier straight zum Fast Castle durchlaufen. Auf Handel gehen und dann einfach hier versuchen, das dann alles fertig zu machen. Die Art und Weise. So, achso, die kann ja erstmal ein Häuschen bauen. Und die irgendwas anderes macht. Bin ich hier noch von. Ne, okay, ich kann mal hingepflanzt. Das ist natürlich ein bisschen blöde. Da habe ich hier ein Holzverlager hin, damit ich dann später noch einen zweiten oder dritten Markt mit hinbauen kann. Einen Bauern mache ich noch. Ja, du kannst eigentlich Gold kloppen gehen. Ah, du gehst ebenfalls aufs Gold drauf. Und dann gehen wir zur Ritterzeit mit hoch und boom, einfach durch. Oh, mach gleich durchgeboomt. Boom, boom, boom. I want you in my room. Let's spend the night together. From now until. Forever. So war das. Hier steht schon ein Markt. Das passt mir sehr gut. 111 bringt der. Okay, lustige Zahl. Bücheron. Ich werde jetzt ja fleißig Holz kloppen, damit ich dann schon relativ zeitnah vier TCs raushauen kann oder erstmal zwei TCs raushauen kann. Vielleicht sogar noch ein drittes direkt. Also ich werde definitiv hier oben beim Stein einzeln bauen. Ich werde hier definitiv auch noch eins mit einem Stein hinbauen. Und dann beim nächsten muss ich halt dann schauen, wo ich das mit hinpflanzen werde. Ah, jetzt baut ihr einen Steinball hin. Interessant. Ich werde noch später ja durchschneiden durch den Wald. Das wäre auch nicht ganz dumm. So, ich kann eigentlich noch ein Häuschen bauen. Wir sind relativ punktemäßig beieinander in dem Team, den wir hier spielen. So.
Ah, dann schicken wir hier noch welche runter, jawohl. Hier oben noch ein TC gebrochen, das mache ich dann hier mit hin. Könnten wir das Holz weghacken für die Märkte. Genau. Machen wir das und eigentlich mal jetzt noch TC mit Tieren pflanzen. So, und dann wird hier richtig durchgebummt aus den ganzen TCs hindurch. So, neues TC eingerichtet, sehr gut. Da machst du ein Feld. Ich weiß, die Franken sind an sich stark. Das würden jetzt viele sagen, wenn ich mit den Franken mecker. Ja, die haben doch so eine hohe Gewinnrate. Die haben doch mit die höchste Gewinnrate von allen Völkern. Das stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie deswegen gerne spielen muss. Nur weil sie allgemein hohe Gewinnraten haben. So, ich bin nicht der erste in Ritterzeit. Mensch, ich habe hier schon die ersten TCs hochgepflanzt. Und die sind alle noch feudal. Das ist schon lustig irgendwie. So. Könnt ihr hier mit drauf gehen? Jawohl. Steinbergbau bitte einmal entwickeln. Jawohl. So. Ah ja, habe ich nicht genügend Nahrung für. Hey. Oh, Prä heißt eigentlich im Französischen bereit. Jawohl. Und die Franken sind ja im Grunde Franzosen, mehr oder minder. So, du machst hier noch hier mit dem Ding hin. Einmal hier das Upgrade bitte, jawohl. Jo, dort noch einen ausbilden. Ah, läuft das hier doch ganz vernünftig. Na, Kefe. Da 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 da. Bücheron. Sababa. Babada. Da 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 da. Kann ich noch ein TC mit hinbauen? Aber das sollte dann erstmal auch reichen, denke ich. TC ist so, ist er untätig? Nee. Sieht eigentlich an der Belahmungsfront aus. Ich habe hier Belahmungskanonen auf jeden Fall. Ich habe Skorpione Onaga und ich habe Belahmungsingenieure. Okay. Also gar nicht so schlecht mit anderen Worten. Ich hätte auch erstmal noch Kloster und eine Uni, um hochsteigen zu können in die Imperialzeit.
So, das Upgrade entwickeln wir auch noch schnell. Ja, ich will ja noch einen TC mit hinhauen. Warum nicht? Hier oben einfach. Oh, hier ist einer in der Verdallzeit. Wie geht das denn? Das ist schon ein bisschen lustig. Die Bäumchen haben es gleich weggehauen. Das ist schon mal gut. Dann sind hier oben noch mal drei. Ich werde einen Spam machen aus Paladin. Das ist so meine Langzeitstrategie. Oh, der Raum ist bald weg. Oh, das Bäumchen ist weggehauen. Sehr gut. Oder immer Karawan-Upgrade. Gut, dann können wir langsam auch anfangen, hier Ställe zu produzieren. 1, 2, 3. 1 und 2, jawohl. Jo, um auch Waffenschmieden anfangen zu bauen. Upgrade bitte rein, jawohl. So, dann reißen wir das Ding ab. Und hier oben noch ein neues Ding hinbauen, jawohl. Und gefühlt macht jetzt mein Kollege schon die ganze Arbeit. Das mag ich eigentlich immer nicht so sehr. Würde schon mal gerne selber ein bisschen was mitmachen können. Und so, 3. Ich noch ein. Jo, wunderbar. Dann mache ich das doch gleich. Mache ich hier fleißig nach da aus. Jo, dann kommt das Upgrade mit rein. Oh, wo ist denn die dritte? Achso, die mal auf einer Stelle wieder. Und?
Ja, einmal und Untergang durch und dann durchgelaufen mit schwerer Kavallerie. Ich glaube, das könnte eine Idee sein. Oh, ich werde hier angegriffen. Achso, eine Burg einfach, die den Wollwerk schießt, okay. Theoretisch noch ein paar Schießanlagen machen für ein paar Kantkanoniere. Aber die sind definitiv keine Priorität hier im Spiel. Stände werden schneller, sehr gut. Dann mache ich das doch mal. Ich habe eine Spalte gelassen zwischen den beiden Märkten. Das ist natürlich nicht so gut. Das kann eigentlich nicht passieren. Gut, dann mache ich ja nochmal an den vier Burgen. Vier Triebwerke insgesamt, jawohl. Zuchthaltung, jawohl. Ich kann noch ein bisschen Popspace gebrauchen. Jawohl. Drei und vier. Da-da-da-da-dum. Thank you.
Ah, bist du schon da fertig? Wollen wir noch ein paar Häuser schon mit hin? Olivier ist diesmal gar nicht so langsam. Also ich schaue erst. Zumindest nicht der noch eine Ritterzeit rum. Romantiert. Ist das hier schon mal schlecht koordiniert alles? Noch einmal durchlaufen. Ist das nicht meine Welle? Dann haue ich das hier ab erstmal. Genau. So. Und dann mal los, liebe Paladine. Die Bartachs entwickeln, jawohl. Und ich schicke fleißig Leute nach. Ah ja. Und jetzt habe ich hier meine Bartaxt-Leute, meine Axtwerfer. Legen natürlich auch fleißig los. Oh, die Box gleich weg, wunderbar. Jo, und dann läuft das. Erstmal diesen Palisaden mal noch abreißen, der stirbt bloß. Hallo, so, jetzt. Noch fleißig Axtwerfer nach. Die ist jetzt eingewollt? Ne, wollte schon sagen. Das ist saumäßig blöd gewesen. Gut, hier kommt meine Burg hinpflanzen. Und Olivier unterstützt mich hier mit Blaskanonen. Hier fehlt noch ein Upgrade für die Panzerung. Das geht ja gar nicht. Hallo, wieso läuft der dort in den Bock rein? Sind rausgesprungen. Ah, er baut jetzt den Burg mit einem Bauern. So, und die Axtwerfer werden jetzt erstmal ihren Können beweisen gegen die Halberdiere. Ah, und der schickt auch mal gar nicht die Bauarbeiter irgendwo hin.
Und jetzt hier alle rumstehen. Das ist natürlich auch schon ein bisschen sehr fahrlässig. Aha, er scheint hier irgendwo drüben zu sammeln, aus welchem Grund auch immer. Okay, er läuft hier rüber mit denen. Interessant. Ich schaue jetzt einfach mal zu, wie sie die Gebäude kaputt machen, weil das einfach so lustig ist. Oh, hier, zeigt auch hier Mensch drauf. Oh. Ah, die Box ist auch gepflanzt, sehr gut. Ich kann mal langsam hier über Spione nachdenken. Okay, 12.000 kostet das. Aha. Und du willst ja als Perser gegen meinen Axtwerfer mit Helleportieren verteidigen. Und man sieht, die sind sehr tanky hier auch, diese Elite-Axtwerfer. Also die nehmen auch einen direkten Hit ziemlich gut hin. Laufen hier nach oben. Genau. Die Axtwerfer sind nämlich eigentlich die, so ist es, also es ist so gedacht für die Punken, dass die Axtwerfer die Ergänzung sind für die Paladine, weil Paladine sind halt gegen Helleportiere schwach und Axtwerfer sollen halt diese Lücke schließen, dass die halt dann die Helleportiere erledigen, die sind aber auch gut gegen Gebäude und die sind auch gut gegen Belagerungseinheiten. Sie sind allgemein nicht ganz schlecht, die Axtwerfer. So, hier. Stell dir mal auf defensive Haltung. Und die machen dort schon kaputt, wunderbar. Bücheron. Bücheron.
Ah, jetzt kommen wir Plänkler an. Axelfer sind eigentlich gegen Handgranierer und Bogenschützen ziemlich schlecht. Ich habe ziemlich viele verloren, das ist mir eigentlich auch egal, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele hier nicht mehr seriös, wenn es ein 3 gegen 1 ist. Und auch die Punktzahlen so oft sind. So. Eine vietnamesische leichte Kavallerie. Und die haben schon wieder einige Upgrades, außer schon wieder nicht. Mann. Na gut. Man sieht, diese persischen TCs haben halt sehr viele Lebenspunkte mit 5.082 jetzt. Was heißt, dass die, also die starten halt mit 4.800 und die haben halt 10% mehr, 480 mehr. Was heißt, dass die Architektoren, die haben Mauerhandwerk entwickelt schon mal. Zack. Jetzt mal die Bauern hier. Kannst eigentlich auch Bauern killen gehen. Die können auf die Märkte drauf gehen. Und hier sind sie, die Elite-Elefantenreiter der Vietnamesen. Mal Fettwelle hingepflanzt, also wie der Olivier das auch gerne macht. Interessant. Oh, und der kennt auch keine Schmiede-Upgrades. Zumindest nicht für die Bogenschützen. Naja, und für die Leopardiere auch nicht wirklich. Mensch, was ist das hier für ein Team? Und dann kommt die Schmiede-Upgrades. Boah. Okay, hier ist alles weggeräumt. Ah ja. Der Gelbe glaubt, dass er noch mal reboomen kann.
So, einmal durchreiten, Paladiner. Mal gerade, mir fehlen. Ach, Olivier. Ja, war ein bisschen langweilig gewesen. Ich hatte schon öfters gesagt, Spiele, die halt nicht gut ausbalanciert sind, die machen halt nicht so viel Spaß im Endeffekt. Ich spiele halt nicht so gerne Franken, weil ich finde die militärisch nicht so super geil. Weil ich die militärisch nicht so super geil finde. So, jetzt wird richtiges Deutsch draus. Ich meine, man spielt sie halt normalerweise eher wegen ihrer Wirtschaftsboni, also erstmal die Bogen kosten weniger, die Kavallerie hat mehr Lebenspunkte, was halt auch heißt, dass halt die Paladine sehr stark sind und halt die Felder sind halt erstmal frei und hier arbeiten halt auch schneller. Also erstmal deswegen wählt man sie eigentlich erst. Und ja, man hat halt gesehen, Axelfer kann man machen, Paladine kann man machen, Elite kann man auch noch machen können, die sind auch noch ziemlich stark. Aber ich finde die halt nicht so geil, weil man halt nicht so die guten Schützeinheiten hat. Und ich gehe halt so gerne auf Schützeinheiten. Dann ist es nicht so geil. Ach, Belangsingenieur hat er wenigstens gekauft gehabt. Und zwar wenigstens alle Angriffs-Upgrades für die Radarschützen gekauft. Das ist gut. Und wir wollen noch ein weiteres Spiel machen. Das können wir gerne machen. So, ich beende das hier mal. Militärstatistik. Ich habe die meisten Gebäude abgerissen. Ja, diese Strategie des frühen Märktebauens und dann zu trashen mit Goldeinheiten. Das ist schon effizient, aber das funktioniert bloß, wenn der Gegner ein bisschen langsam ist. Und das kann man eigentlich bloß bei Noobs spielen. Also diese Strategie hier geht bloß bei Noobs und es geht auch bloß bei geschlossenen Karten. Hätte man jetzt eine offene Karte gespielt, sowas wie Arabia, das hätte natürlich nicht so gut funktionieren können. Ja. Na gut, dann so viel dazu. Ich werde nicht noch ein weiteres Spiel mit Olivier machen in einer anderen Noobs-Lobby. Genau, ich hoffe, es war ein bisschen unterhaltsam gewesen. Ich könnte gerne einen Daumen nach oben geben, das Video kommentieren oder auch abonnieren, falls ihr nichts weiter verpassen wollt. Ich mache übrigens auch Content zu Stronghold Crusader und Stronghold 1 und 2, wollte ich auch noch ein paar Sachen aufzeichnen. Genau, das liegt dann an euch, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und falls ihr das sehen wollt, könnt ihr, wie gesagt, gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch hoffentlich in Zukunft keine Videos mehr. Jo, dann vielen Dank. Und bis demnächst, liebe Leute.